I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. Kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. I said, son, when you grow up, you'll be fine. Morgen. Hallo, Glück auf, herzlich willkommen. Wir sind wieder auf Tour. Schon ewig her. Ja. Wann habe ich das letzte Mal so was gesagt? Ich glaube, das war roundabout 100 Tage. Oder? Ende September, Anfang Oktober, unsere letzte Tour. Andernach war das, ne? Andernach. So, und danach ist, ja, das hat sich irgendwie nicht ergeben. Da war dann irgendwie... Viel zu tun. Ja. Wir hatten arschvoll zu tun. Viel Arbeit und ja. Dadurch sind wir nicht mehr weggekommen. Genau. Aber jetzt sind wir unterwegs. Und der dritte Anlauf, dass wir nach Saint-Tropez kommen, damit der Schätzekind mal Saint-Tropez sieht. Das steht auf seiner Löffelliste. Das sind Kindheitshelden. Ja, Louis de Finet. Ich mein, ihr erinnert alle. Euch bestimmt noch an Augsburg. Da kommen wir vielleicht auch noch mal später zu. Ich warte jetzt erstmal ab, was in Saint-Tropez ist. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, dass wir jetzt im Februar unsere Tour nach Südfrankreich machen. Genau. Fangen wir mal so an. So, und heute Morgen habe ich schon was auf Insta gepostet. Und da fragte uns eine liebe Begleiterin, ob wir das sie freute sich auf Vlogs dann wieder. So, und da habe ich ihr geschrieben, ich weiß gar nicht, ob wir das noch können. So, und dann hat sie aber ganz toll gesagt, Dankeschön an dieser Stelle. Sowas verlernt man nicht. So, ich bin gespannt. Ich finde es schon ein bisschen holprig heute irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, wir müssen erstmal wieder reinkommen. Akkus laden, das ganze Prozedere. Tut uns auch echt leid, dass das sehr, sehr lange jetzt gedauert hat, aber ihr wisst es, ihr kennt uns, wir machen das aus Jux und Dollerei. Ja. Wir verfolgen da keine tieferen Ziele, wir machen das, weil es Spaß macht und weil wir Zeit haben. Jetzt haben wir aber richtig Bock. So, und wir stehen jetzt hier, wir sind ja auf dem Weg nach Südfrankreich an die Côte d'Azur. Genau. Die erste Station da unten wäre Nizza, aber bis dahin, weil wir ja nicht so heizen und nicht so in einem durchfahren, ist unsere erste Station jetzt Colmar. Das ist da bei Straßburg und genau. Das ist ein sehr, sehr schöner Stellplatz hier, haben wir festgestellt. Ja, also, ich gehe gleich noch mal kurz raus, machen ja, ein paar Videos, ja. Wenn das vom Nebel her sich ein bisschen lichtet. Ja, gestern war sonnig auf der Tour hierhin, aber jetzt heute Morgen ist alles diesig. Aber ja, wir sind ja auch, Entschuldigung, dass ich mal kurz in die Parade fahre, wir sind jetzt ein bisschen anders gefahren, wir sind nicht über Luxemburg, sondern wir sind jetzt auf der deutschen Seite geblieben. Also wir sind quasi gefahren die 43, A1, A3, A5 bis Straßburg, ne? Mhm. Und dann Straßburg quasi über den Rhein, dann nach Frankreich rein. Genau. Ja, war eine sehr gute Tour. Entschuldigung, jetzt kannst du weitermachen. Ja, jetzt bin ich raus. Das ist nicht schlimm. Nein, also dieser Stellplatz, der hat roundabout 70 Plätze. Alles geschottert. Strom kostet 2,50 Euro. Für 4 Stunden, glaube ich, aber. 4 Stunden, ja. Der ist bei Park von Neid drin. Das ist dieses Flo-Bleu. Flo Bleu, wer öfter in Frankreich ist, der kennt das, ja. Denke ich mal. Ne? Genau. Wir haben uns so ein bisschen mit Hilfe, sind wir hier überhaupt auf den Platz gekommen? Das war voll kacke. Ja, das war ein bisschen doof beschrieben. Ich war so kurz davor, jetzt woanders hinzufahren. Da
Das war gestern Abend, wir sind um 18, 18.30 hier angekommen. Ja, ja. Das war kalt, ja, leicht windig und die Maschine funktioniert hier irgendwie nicht so richtig. Die konnte nicht man jetzt so, nicht auf Deutsch einstellen. Und hier gibt es auch zwei Schranken, zwei Einfahrtschranken, eine zum Ausfahren. So, der, so und dann 1000 gedrückt, Google-Übersetzer. So, und irgendwann ging dann die andere Schranke, da konnte man dann Deutsch einstellen. Ja, wir haben jetzt noch einen netten Menschen, hoffentlich sieht er das. Nochmal herzlichen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank. Einer aus Oldenburg, Ex-Hamburger. Ja, das war jetzt nicht so prima, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir erstmal für 12,50 Euro diese Token da gekauft. Die Jetons, die man braucht für Elektrik und Abwasser und Wasser. Ist jetzt aber nicht so tragisch, weil ich sag mal, diese Flo-Bleu ist ja überall hier, die verfallen ja nicht. Ne? Das ist ja, wir hatten echt gedacht, wir müssen erst diese Chetons kaufen, damit man das irgendwo in die Schranke einwerfen kann. Geschissen, nee, war nicht. Also der Platz kostet hier jetzt in der Nebensaison, heißt Januar, Februar, März, ist der 12 Euro plus 22 Cent pro Person Kurtaxe. Ich werde den Platz verlinken hier. Aber schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig schön, ruhig. Ja, so ganz ruhig auch nicht. Das rauscht hier abends. Irgendwo ist hier, weiß ich nicht, ob da hier irgendwo eine Fabrik ist oder. Ja, irgend so ein Gebläse, was hier irgendwie rauscht. Aber so ist so ein Hintergrundgeräusch, gewöhnt man sich dran. Ja, auch nicht lauter als unsere Kühlbox. Ansonsten ruhig. So. So, jetzt, so. Ja, jetzt geht es weiter nach Lyon. Da fahren wir dann aber auf den Campingplatz. Und vielleicht, wer uns kennt, weiß, wir waren schon mal in Lyon, um ein Kabel zu kaufen. Ach, war das damals? Das war in Lyon. Die Tour nach Spanien? Ja, okay, das erstmal so genau. Zum Starten, zum Reinkommen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt oder dabei dazu kommt, so und klar, ne, Daumen wieder und Glocke und so. Schön mit uns mitfahrt. Genau. Wir wollen mal sehen, wie das wird nach langer, langer Zeit. Also bis dann. Bis gleich. Ciao. So, wir machen jetzt erstmal hier schön Käffchen. Und unseren Willkommensschnäpschen hier, Schätzchen. Ja, nimm das mal. Ja, MS. MS, genau. Erstmal ein MS. Sieht man dich überhaupt? Prost. Prösterchen. Ich habe es mir verdient. Ich habe jetzt hier diesen Platz arrangiert auf Französisch an der Rezeption. Wir haben Platz. Wie voll stolz. Apropos Platz. Ich zeige das später nochmal, aber ich kann jetzt schon sagen, ohne Keile geht hier nichts. Du stehst hier massiv schräg. Zumindest da, wo wir stehen. Ich höre den Kaffee, der brutschelt, der ist fertig. Ja, weiß ich nicht. Machen wir heute noch irgendwie eine Aktion? Nö, wir gehen jetzt hier einmal schön mal vielleicht nochmal so über den Platz spazieren. Ne? Der ist ja jetzt nicht so klein. Der hat ja so ein paar Plätze. Okay. Und gucken wir uns mal die Sanitäranlagen an und wo hier alles ist. Warte, ich stelle dich mal hier eben ab. Vielleicht nochmal, hier kannst du auch Brötchen bestellen für morgen. Ich muss erstmal den Kaffee ausmachen. Hier. Genau. Und dann schon mal, die war sehr nett an der Rezeption. Ich habe auch rausgefunden, man kommt hier mit dem Bus und Metro. Wir müssen dann einmal umsteigen. Nach Lyon rein. Also das ist auch kein Problem. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, was das hier alles
zu bieten hat. Ein Restaurant ist wohl da und Café, Restaurant, Bar. Ah, ist das schön. Urlaub. Mhm. So, Waschsalon. Also hast du jetzt gerade schon gesagt, wir werden morgen nach Lyon, Lyon in der Stadt gehen. Und schauen uns das mal an. Genau. Da gibt es ein bisschen was zu sehen. Und natürlich nehmen wir euch wie immer gerne sehr mit. Nee, ja. Sehr gerne mit, so heißt das Deutsch. Ja, ja. Satzaufbau. Ja, dann schauen wir mal, ne? Ja, würde ich sagen. Dann bis morgen. Genau. Jetzt gibt es erstmal einen lecker Kaffee. Habe ich euch schon die Tassen gezeigt? Haben wir Geschenke gekriegt von unseren Kröten? Jo. Jo. Ja, ich habe sonst auch nichts mehr. Nee. Ich muss mich hier erstmal durch die Karten durcharbeiten. Ja, ich mal um Papier. Ich kümmere mich jetzt mal ums Internet. Und dann haben wir es. Haben wir eigentlich WLAN hier? Weiß ich gar nicht. Ich würde mal sagen, wir checken das hier erstmal alles ab und dann melden wir uns später nochmal. Oder allerspätestens morgen. Ne? Ach so, an der Rezension. Ne? Ja, bis morgen. Sorry, ich bin schon. Ja, ich muss hier gerade nach WLAN gucken. Ne? Ja, ja, mach mal ruhig. So. Hier hat hier jeder seine Aufgaben. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch. Dienstag. Dienstag. Valentinstag. Alles Liebe zum Valentinstag, wer auch immer Valentinchen gerade ist. So, wir werden jetzt mal Richtung Lyon gehen. Es ist ein neuer Tag. Wir hatten ja gestern gesagt, wir gehen heute nach Lyon. Und ja, das Ganze beginnt hier an dieser Rezeption. Ja. Da brauchen wir, was brauchen wir da? Tickets. Bushaltestelle ist vom Campingplatz 172,8 Meter. Ja. Ihr kriegt das Ticket, ein Tagesticket für den Bus und die Metro in der Rezeption. Genau, haben wir gerade geholt. Kostet 6,50 Euro pro Person, also für den ganzen Tag dann. Genau. So, und dann ist halt die Busnummer. Die Nummer Bus, 39, ja. Linie 39 bis Gare de Vais. Und da steigen wir dann um in die Metro Nombre 3. Okay, und die Metro ist auch in dem Preis mit drin? Das ist alles mit drin. Sind wir schon in Lyon? Jo. So, da oben hoch wollen wir gleich. Da wollen wir gleich hoch, ja. Zur Zahnradbahn. So. Meine Lieben. Wir sind angekommen an der Basilika. Das war schon, lass uns mal nach vorne gehen noch ein bisschen. Das war schon eine kleine Tortur. Ja, Tortur nicht, aber. Also die normale Zahnradbahn, die hier nach hier oben hingeht, die ist außer Betrieb im Moment die nächsten 2 Wochen. So, jetzt kannst du aber einen Umweg nehmen über eine andere Zahnradbahn, die bei Saint-Just geht. Und dann fährst du von da aus mit dem Schienenersatzbus so ungefähr bis hier zur Basilika. Genau, das ist die 90. Sehr interessant, die engen Gassen, die der Bus dann lang fährt, wo du sagst, da kommt der nie durch. Doch, er kommt da durch. Also so, die Basilika macht gerade Lärm, wir müssen ein bisschen lauter reden, glaube ich. Naja gut, aber auf jeden Fall sind wir mal hier. Alles gut, läuft. Hat sich gelohnt. Und ist alles noch in dem gleichen Ticket mit drin übrigens. Genau, ne? Genau. So, jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Jo, machen wir. Thank you.
Ganz schön beeindruckend, oder? Jo, also auch wer jetzt, hier ist, unbedingt machen. Auch jetzt der Blick hier über Lyon ist schon... Ja. Boah. Haben wir dann die beiden Flüsse, ne? Ja. Saône, Saône und die Rhône. Ja doch, ja. Lohnt sich. Empfehlung von uns. Ja. Ne? Ja. Und jetzt gehen wir mal ins Amphitheater. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options. Every detail in my head. But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running in circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Blauer Himmel, ja. Sonne, ja. Was willst du mehr? Ein Käffchen. Ach, guck mal. Ja, und ein Croissant oder irgendwie ja, sowas. Irgendwas sowas. Landesspezifisches vielleicht mit Schoki. Ja, da gucken wir mal. 'Cause I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can. Nothing left. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can. Bonjour. Guten Morgen. Morgen. Aus Dardilly, Lyon. Dardilly, bei Lyon. So, wir haben gestern, waren wir in Lyon, haben wir nicht mehr viel gemacht. Und jetzt haben wir schon wieder den neuen Tag. Wir lassen es ruhig angehen, ne? Ja. Wir haben Urlaub, ne? Genau. So, und wir werden gleich nach... Avignon. Genau. Avignon fahren und... Nizza steht auch noch auf dem Plan. So, kurzes Fazit mal jetzt hier zum Stellplatz. Nee, Campingplatz. Das ist ein Campingplatz. Angefangen Rezeption, super freundlich. Man kommt mit Englisch und Französisch weiter. Ich meine, Französisch. Die sind sehr hilfsbereit. Jo. Mit dem Ticket haben wir gesagt, dass wir das an der Rezeption hatten gekriegt haben. Hatten wir gestern haben. Schon gesagt. Was kostet der Platz jetzt hier? Der Platz kostet... 23,44 Euro. Also die 22 Cent sind immer Kurtaxe. 22 Cent. Na, pro Person. So, 23 Euro die Nacht. Ohne Strom. Wir haben jetzt ohne Strom genommen. Ja, wir haben ja genug. Danke, Matze.
Ist meiner Meinung nach ein sehr schöner Platz. Ne? Man hat so Buchten, also man steht nicht so bup, bup, bup. Ich habe jetzt hier kein ausführliches Video drüber gemacht. Ich blende mal noch ein paar Bilderchen ein. Ist aber alles da. Entsorgung, Versorgung, Stromanschlüsse, ja. Sanitär, sauber, ordentlich. Ganz wichtig, sage ich mal jetzt so, auch für Februar. Der hat ganz jahres geöffnet. Ja. Und da sieht man auch, dass der abends oder gegen späten Nachmittag wird der relativ voll. Ja, wird das voll. Da ist immer, es ist immer hier ein Kommen und Gehen. Das ist anscheinend hier so eine Zwischenstation für die, die Richtung Süden fahren, glaube ich. Weil die kommen nachmittags, spätnachmittags an und hauen frühmorgens wieder ab. Also genau. Ja. So, die sanitären Anlagen, diese Außenanlagen oder ja, was ist das? Also hier ist ein Sanitärhäuschen, das ist geschlossen. Es ist aber an dem Hauptgebäude Rezeption unter der Bar ist sanitär. Herren, Damen und Herren gemischt. Sauber, Dusche heiß. Ich verlinke euch den da unten nochmal. Ja, man kann Brötchen und Baguette bestellen für nächsten Morgen. Ja. Super Standort für Lyon, finde ich, für uns. Ja. Ne, man kann mit der Tageskarte, das hat auch gestern so toll funktioniert, mit dieser einen Tageskarte bei diesen ganzen Barrieren, ne, so wupp, Karte durch, Tür auf. Ne, also nee, das fand ich richtig klasse, ne, total stressfrei. Das stimmt, selbst für mich. Ja. Und das heißt schon was. Ja. Ja. Ja, Lyon haben wir ja gestern, glaube ich, schon gesagt. Schöne Stadt, super Stadt. Ja. Gibt es mit Sicherheit auch noch viel, viel mehr zu sehen. Aber wir waren jetzt, uns hat es gereicht, sagen wir mal so. Ja. Einen schönen Eindruck von der Stadt bekommen. Ich hoffe, ihr bekommt den auch, wenn ihr die Bilder seht oder gesehen habt. Ja, ist einfach, sollte man mal machen. Wenn man hier ist, machen. Mhm. Einfach mal machen. Genau. Für dieses Video war es das erstmal. Ich denke, wir haben genug Material. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später im nächsten Video. Bleibt sauber, macht's gut. Und ja, bye bye. Werbung in einer eigenen Sache vielleicht noch. Wer Avion und Nizza und Saint-Tropez noch sehen möchte, der darf auch gerne abonnieren und auch das Glöckchen und den Daumen hoch machen. Kostet euch nichts, uns hilft's und ihr bekommt auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid, wenn wir wieder online sind. Online heißt das, nicht offline. Online, richtig. Online. So, wir sind ein bisschen raus, aber ist nicht schlimm. So, jetzt reicht's aber. Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis in ein paar Tagen. Au revoir. Ciao. Ciao.